Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, solltest du das auf jeden Fall tun. Dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. In dem heutigen Video geht es um ein Plugin in Lightroom, was dir helfen wird, alle deine Fotos ganz schnell wiederzufinden, ohne dass du ganze Stichwörter eingeben musst oder Stichwortsammlung und so weiter. All das brauchst du nicht mehr. Dieses Plugin übernimmt das alles für dich. Viel Spaß! Zuerst einmal muss ich dir sagen, dass dieses Video gesponsert ist von dieser Firma, die dieses Plugin herstellt. Das Plugin nennt sich Exia Search und ich muss dir sagen, ich bin absolut begeistert davon. Dieses Programm hilft dir dabei, dass du deine Fotos schnell wiederfinden kannst, ohne dass du mühselig all diese kleinen Stichwörter eingeben musst und so weiter und so fort. Denn das macht dieses Programm automatisch für dich. Das Ganze funktioniert mit künstlicher Intelligenz und man muss wirklich sagen, es funktioniert sehr, sehr gut. Ich zeige dir mal ganz kurz, wo du dieses Plugin überhaupt bekommen kannst. Du gehst hier auf exia.com und dann siehst du hier schon, wie das Ganze funktioniert. Das ist ganz gut dargestellt. Dieses Programm erkennt automatisch, es analysiert deine Fotos und erkennt automatisch, was hier in deinem Foto vorhanden ist. Wie zum Beispiel hier Bäume oder ein Berg oder hier auch eine Mauer. Und dadurch setzt es automatisch Stichwörter in deine Fotos und du kannst dann später nach diesen Stichwörtern suchen. Und Exia macht es dann so, dass es dir diese Fotos automatisch anzeigt. Du kannst dir das Programm herunterladen, indem du hier einmal auf Shop klickst und dann kannst du einmal auswählen zwischen der Testversion, ja, die kannst du dir erstmal so runterladen und das ganze Programm erstmal ausprobieren. Das gibt es sowohl für macOS als auch für die Windows-Version. Und wenn dir das Programm gefällt, dann kannst du hier zwischen Exia Search und Exia Search Pro dich noch entscheiden. Es bringt einfach eine ganze Menge, wenn du dann wirklich mal einen Katalog hast mit mehreren hunderttausend Fotos, dann ist das schon sehr hilfreich, wenn du da schnell und einfach dann mal auf deine Fotos zurückgreifen kannst, ohne viel zu suchen. Denn es kann ja zum Beispiel mal sein, dass du einen Kunden hast, der aus deinem aktuellen Fotobestand einfach ein Foto haben möchte. Ein ehemaliger Kunde, für den du mal ein Auftragsshooting gemacht hast. Oder vielleicht auch einfach eine Firma, die ein bestimmtes Landschaftsbild sucht und einfach mal anfragt, ob du sowas hast. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Anfrage kommt, ja, ich hätte gerne ein Foto mit einem Sonnenuntergang und einem Baum. Dann gehst du einfach in das Programm rein und gibst Sonnenuntergang und Baum ein und Lightroom beziehungsweise Exia Search dann in dem Fall zeigt dir alle Fotos an, wo genau das zutrifft. Und das ist wirklich extrem cool und eine super Zeitersparnis. Also, du kannst dir hier die Testversion erstmal runterladen, würde ich dir empfehlen. Und dann zeige ich dir jetzt mal ganz kurz, wie man mit diesem Programm arbeitet. Ich gehe jetzt hier mal in Lightroom CC rein. Und das Erste, was du dann machen solltest, nachdem du das Programm installiert hast, dann gehst du hier einmal auf Bibliothek, Zusatzmoduloption. Und dann hast du hier schon die komplette Bandbreite von Exia Search. Und als Erstes solltest du deine Fotos initialisieren lassen. Das bedeutet, dass Exia Search jetzt einmal durch deine komplette Fotobibliothek durchgeht und alle Fotos einmal komplett analysiert und darauf testet, welche Elemente in diesem Bild vorhanden sind. Das kann eine ganze Weile dauern, je nachdem, wie viele Fotos du in deinem Katalog hast. Wenn du jetzt mal bei mir schaust, ich habe in meinem Katalog insgesamt 139.000 Fotos. Und das hat mehr als eine Nacht gedauert. Ich glaube, so insgesamt 15 Stunden ungefähr hat es gedauert. Von daher solltest du das einfach mal machen, wenn dein Rechner über Nacht mal läuft, dann hast du damit keine Probleme, wird nicht abgelenkt und du kannst die komplette Rechnerleistung darauf verwenden, dass diese Fotos analysiert werden. Es ist natürlich immer gut, wenn du mehrere Festplatten hast, auf die du Fotos speicherst, dann solltest du diese Festplatten auch wirklich alle anschließen, damit dann die Analyse auch wirklich perfekt laufen kann. Es ist bei mir zum Beispiel so, ich habe insgesamt, glaube ich, über 10 Festplatten. Und die muss ich dann halt immer mal wieder anschließen. Ich habe jetzt hier einfach mal 3 Stück angeschlossen, einfach damit ich dir das Programm jetzt mal so ein bisschen vorstellen kann. Aber natürlich wird es auch bei mir jetzt so sein, dass nicht alle Fotos angezeigt werden können. Ich gehe jetzt hier also wieder auf Bibliothek in die Zusatzmoduloption und jetzt habe ich hier eine ganze Menge Möglichkeiten, wonach ich hier suchen kann. Ich werde jetzt als Erstes mal nach einem Stichwort suchen. Und da werde ich jetzt hier das einfach mal wieder rausnehmen. Das war meine letzte Suche hier. Ich habe ganz viele verschiedene Bildinhalte, nach denen ich suchen kann. Das fängt an bei Architektur, Sport, Technologie, Texturen, Tiere und so weiter. Aber das ist nicht alles. Ich kann dahin noch weitergehen und kann jetzt zum Beispiel mal das Ganze noch so ein bisschen vertiefen. Ich kann zum Beispiel in die Textur reingehen und jetzt kann ich hier nochmal auswählen, nach welchen Texturen ich eigentlich suchen möchte. Und ich sage jetzt hier einfach mal Gras. Ich möchte nach Fotos suchen, die Gras beinhalten, ja, als Textur. Und jetzt drücke ich hier einfach mal auf Start
Und was jetzt passiert, ist, dass Exaia Search meinen Katalog durchsucht und alle Fotos mir präsentiert, wo Gras hier vorrangig vorhanden ist. Und das sieht doch schon mal richtig gut aus. Ja, all diese Fotos hier zeigen Gras an und das ist richtig cool. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Foto, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das überhaupt gemacht habe, aber hier sieht man dann tatsächlich einfach ein Foto mit Gras. Also du siehst, diese Suche funktioniert extrem gut. Lass uns mal ein weiteres Beispiel machen. Ich werde jetzt hier mal nochmal nach einem Stichwort suchen und ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht nur hier nach bestimmten Stichwörtern suchen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, welche dominanten Farben ich in meinem Bild haben möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte hier Cyan als dominante Bildfarbe haben, dann schaue ich jetzt einfach mal 286 Fotos entsprechend der Suchkriterien und dann drücke ich hier einfach mal auf Start und ich schaue einfach mal, was jetzt passiert. Jetzt sollten hier Fotos erscheinen, wo Cyan die Farbe ist, die dominiert hier und man sieht es auch schon, hier haben wir Fotos mit der Steffi Giesinger gemacht im Pool. Ja, das ist jetzt natürlich viel Ausschussmaterial hier auch mit dabei, also da solltet ihr jetzt nicht so genau drauf achten, aber hier gibt es auch Fotos, wo wir dann tatsächlich sehr viel Cyan im Bild mit drin haben und das ist genau das, was wir haben wollen. Also man kann hier auch tatsächlich nach Farben suchen, ja, und das ist schon extrem cool. Schauen wir nochmal weiter. Jetzt möchte ich zum Beispiel mal nach einem Gesicht suchen und da gucken wir jetzt einfach mal, wie gut Exaia Search da funktioniert. Hier haben wir jetzt eine super Möglichkeit, viele verschiedene Parameter einzustellen. Wir können unter anderem aussuchen, ob wir ein Gesicht, ein Porträt, zwei Gesichter oder mehrere Gesichter haben wollen oder ob es uns einfach egal ist. Im nächsten Schritt können wir einstellen, wie alt die Person sein soll, von der wir das Gesicht suchen. Soll es ein Baby oder Kleinkind sein, ein normales Kind, ein Teenager oder junger Erwachsener, ein Erwachsener oder aber auch ein älterer Mann oder eine ältere Frau. Dann können wir einstellen, soll die Person männlich oder weiblich sein und soll sie lächeln oder soll sie nicht lächeln. Also hier hat man wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten, die man einstellen kann. Ich stelle jetzt das Ganze erstmal so ein, dass es mir egal ist, wie viele Leute auf dem Bild sind, dass wir erwachsene Menschen auf dem Bild haben wollen, die männlich sind und die lächeln. Und jetzt kann ich hier noch sagen, möchte ich den gesamten Katalog durchsuchen oder nur den Filmstreifen? Ich möchte den gesamten Katalog durchsuchen. Und ich habe jetzt hier noch die Option, mir anzeigen zu lassen, wie viele Ergebnisse denn überhaupt angezeigt werden sollen. Standardmäßig stehen die bei 100. Ich werde jetzt die Suche aber mal noch ein bisschen weiter einschränken. Das hat einfach den Grund, dass in meinem Katalog sehr viele Fotos vorhanden sind, die auch öfter vorhanden sind. Weil ich, muss ich ehrlich gestehen, meine Fotos nicht lösche. Also ich habe viel Ausschussmaterial auch in Lightroom drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hochzeit fotografiere, dann hat man meistens ja von einer Szene mehrere Bilder gemacht. Und die möchte ich mir jetzt einfach nicht doppelt anzeigen lassen. Deswegen beschränke ich diese Ergebnisse jetzt hier mal auf 20 Stück. Und man sieht jetzt hier auch schon, dass 7738 Fotos diesen Suchkriterien entsprechen. Ich bin mal sehr gespannt, was jetzt dabei rumkommt. Und ich drücke einfach mal auf Start. Jetzt sucht Exaia Search nach den entsprechenden Fotos und jetzt hier werden auch 20 Ergebnisse angezeigt und man sieht es schon, ja, hier ist ein bisschen Ausschussmaterial mit dabei, geschlossene Augen, aber alles männliche Erwachsene, die lächeln. Ja, also egal, wo ich jetzt hier reindrücke, hier sind mal zwei drauf, die lächeln aber auch. Hier haben wir auch ein Studio-Porträt und hier sind wir bei einer Hochzeit, auch hier lächelnde Gesichter von männlichen Erwachsenen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Hier kann ich mal so ein bisschen durchgehen. Also die Suche, das muss man wirklich sagen, das Suchergebnis ist wirklich einsame Spitze. Das ist genau das, was ich eingestellt habe. Wir haben viele verschiedene Bilder hier mit lächelnden Männern und da kann man wirklich eine ganze Menge rausholen. Und wie gesagt, man kann ja einstellen, möchte man Frauen haben, möchte man Männer haben, welches Alter sollen die haben und so weiter und so fort. Also diese Suche, die ist schon sehr mächtig und da kann man eine ganze Menge mit erreichen. Lass uns mal noch eine weitere Suche starten. Ich suche noch einmal nach einem Stichwort und dieses Mal möchte ich nach Architektur suchen. Da schauen wir mal hier rein und dann möchte ich zum Beispiel mal eine Brücke hier im Bild haben. Dafür nehme ich das Cyan hier mal wieder raus und dann haben wir insgesamt 784 Fotos, die diesen Suchkriterien entsprechen. Jetzt kann man hier unten übrigens auch noch anzeigen, die maximale Anzahl an Ergebnissen, die dargestellt werden sollen, die steht aktuell bei 100. Ja, ich kann mir natürlich auch alle Bilder anzeigen lassen, aber mir reichen jetzt erstmal die 100 besten Fotos aus. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir hier Fotos mit Brücken bekommen. Ja, und das sieht auch hier sehr, sehr gut aus. Hier haben wir gleich mal New York, die Brooklyn Bridge bzw. die Manhattan Bridge ist auch mit dabei. Und hier waren wir auf der Brooklyn Bridge direkt drauf. Das ist hier alles von New York, also hier sind viele verschiedene Brücken drauf. Schauen wir mal, was ist das für ein Foto?
Ja, hier stehen wir. Naja, das ist eigentlich keine Brücke, aber im Hintergrund haben wir eine Brücke. Also das ist ganz witzig. Das kann eigentlich das Programm nicht erkennen. Aber hier haben wir verschiedenste Brücken. Hier sind wir in Köln. Hier sind wir in Dubai auf einer Brücke drauf. Also das funktioniert wirklich schon sehr, sehr gut. Also wenn wir hier nach Brücken suchen, dann kommen hier die verschiedensten Ergebnisse, wo überall die Brücken zu sehen sind. Was wir jetzt machen können, ich kann jetzt hier nochmal in die Zusatzmoduloption gehen. Und jetzt kann ich sagen, Stichwörter übertragen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel auf dieses Foto die Stichwörter übertragen, die mir Exia Search vorschlägt. Und das sind die Stichwortvorschläge. Draußen, dunkel, Stadtlichter, Architektur, Schwarz, Brücke, Stadt und Braun. Das sind alles Stichwörter, die hier hundertprozentig auf dieses Foto zutreffen würden. Ja? Und jetzt kann ich hier einfach sagen, ich übertrage Inhalt, Farbe und Eigenschaften. Und ich kann hier auch noch eigene Lightroom-Stichwörter hinzufügen, beziehungsweise wenn da auch schon welche vorhanden wären, dann könnte ich die auch übertragen. Ich drücke jetzt hier einfach mal auf Übertragen und Schließen und jetzt siehst du hier auch schon dieses kleine Symbol, das bedeutet, dass hier die Stichwörter da jetzt übertragen worden sind. Fotos ist mit Stichwörtern versehen, steht jetzt hier und das ist jetzt genau das, was wir haben wollten. Also man kann jetzt hier tatsächlich auch diese Stichwörter, diese Vorschläge an Stichwörtern auf die Bilder direkt übertragen und das ist extrem gut. Ich kann dieses Programm wirklich nur empfehlen. Ich habe dir jetzt mal nur einen ganz kleinen Ausschnitt gezeigt aus dem, was dieses Programm eigentlich kann. Ja, das ist wirklich sehr umfangreich. Ich teste das auch gerade noch aus, aber man hat ohne auch nur ein einziges Stichwort beim Import der Fotos eintragen zu müssen, hat man jetzt hier im Nachhinein die Möglichkeit, auf jedes Foto zuzugreifen, alle Fotos sauber mit Stichwörtern nochmal zu versehen, ohne viel Arbeit zu haben. Und man kann auch diese Suche, diese extrem gute künstliche Intelligenz ausnutzen, um hier seine Fotos schnell wiederzufinden. Also wenn du viel mit Lightroom arbeitest, wenn du viele Fotos da drin hast in deinem Katalog und wenn du vielleicht ab und zu mal ein Foto suchst und es nicht sofort findest, dieses Programm hilft dir dabei, das zu machen. Wie gesagt, wenn du Interesse an diesem Programm hast, schau einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da ist der Link nochmal zu dem Programm. Da kannst du draufklicken und dann kannst du dir dieses Programm erstmal als Testversion runterladen und wenn es dir gefällt, dann auch die richtige Version kaufen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du Fragen noch hast zu dem Programm oder zu anderen Sachen, dann stell sie einfach unten in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.